Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kartenchaos. Heute Chaos. Mit dem Jonathan, dem Bram und mir, dem Peter. Und wie immer hat Sven 10 Sachen rausgesucht, die wir wiederum in Google Maps suchen müssen. In der Satellitenperspektive. Und wir müssen sie dann finden in diesem... Scheiße, wie heißt das denn? Ich vergesse das immer. Wie heißt das? Street View. In der Street View-Perspektive. Dafür haben wir 20 Minuten Zeit. Wer am Ende mehr von den 10 rausgesuchten Sachen gefunden hat, gewinnt. Das cool. Richtig. Ready? Bis gleich. Ready. Set, go. Eine Parkbank, auf der exakt 2 Personen sitzen. Ein Baum ohne Blätter. Ein Taco-Restaurant. Eine Flagge Ugandas. Eine McDonald's in Asien. Ein abgestelltes Motorrad. 3 Seemöwen in einem Frame. Kleidung, die zum Trocknen draußen hängt. Eine Baustelle an einem Gebäude. Ein GameStop. Okay, ich gehe wieder nach Norden für 3 Seemöwen in einem Frame. 3 Seemöwen in einem Frame. In einem Frame. So, eine Parkbank, auf der exakt 2 Personen sitzen. Wir gehen dafür nach New York City. So, hier werden doch bestimmt Bänke sein. Check. Okay, eine Parkbank, auf der exakt 2 Personen sitzen. Da sehe ich doch ganz klar den Central Park. So. 2 Personen. Let's go. Ich bin in einem scheiß Park. Am besten an einem Spielplatz oder sowas. Verdammt! Mann, sich da... Nein! Warum sitzen die da alleine? Da hinten? Schon wieder einer nur alleine. Wenn ich jetzt hier, wenn ich mich jetzt hier irgendwo einfach mal so hinschill, ne, sehe ich dann da nicht direkt irgendwie geile Seemöwen oder einen Baum oder sowas? Ich sehe überhaupt gar keine Seemöwen. Wo sind die Seemöwen, Junge? Hier ist nix seemöwig. Ist das ein Baum ohne Blätter? Na, nicht wirklich, wa? Okay, das hat ja schon mal gar nicht funktioniert. Sind Seemöwen hier nicht? Das wäre natürlich sehr belastend. Scheiße, wieso haben die Bäume denn alle Blätter hier? Das ist nur eine. Wieso ist der Himmel leer? Wo sind die Seemöwen? Give me the Seemöwis. Als ob die hier Häuser hingebaut haben. So ein Kinderspielplatz wäre halt echt smart. Schon wieder nur einzelne alleine. Mann, wieso sind die denn nicht mal zu zweit auf der Bank? Für mich gerade ein bisschen wie so ein Pedo. Guck auf dem Spielplatz die Kinder zu. Scheiße. So, da. Ich sehe eine Parkbank, die einzeln getrennt ist, auf der offensichtlich nur 2 Personen sitzen. Die Flagge Ugandas. Da. So. Kymplia scheint die Hauptstadt zu sein. Hätte ich nicht gewusst. Okay, das finde ich schon mal stark. Können wir uns hier nochmal ein bisschen anders hinstellen, damit wir vielleicht besser sehen. Uganda. Da habe ich es noch nicht gesehen. Machen wir hier groß. Gehen wir dahin. Belastend. Da. Belastend. Besser? Nicht besser. Da sehe ich die Flagge, Flagge Ugandas gerade nicht. Vielleicht von hier aus. Scheint auch nicht der Fall zu sein. University. Schade. Die Arshia Mall. Eine Flagge Ugandas. Wunderbar. Wo kenne ich Möwen? Ich kenne Möwen hier. Holland. Strand. Zack. Das ist doch jetzt hier gerade sehr belastend. Wieso finde ich denn jetzt hier gerade keine Seemöwen? Alter, voll weit oben. Holy shit, Alter. Was ist das für ein geiles Bild?
Das ist ein Mensch, der ist winzig. Am Züricher See vielleicht? Am Züricher See sind da Möwen, ich erinnere mich nicht mehr ganz. Waren hier Möwen? Der Möwen! Ja, moin. Okay. Ich meine, da waren Seemöwen. Ganz viele sogar. Wo sind die denn jetzt alle? Ein Baum ohne Blätter. Ja, Winter. Okay. Keine Ahnung, wo ich ein Winterbild so einfach her... krieg. Vielleicht in Reykjavik. Hier? Ist das... Okay, das sieht mir hier nicht nach Winter aus. Russland geht bestimmt auch irgendwo. Er würde sagen, dieser Baum sieht sehr blattlos aus. Ein McDonald's in Asien. Tokio. Wo sind wir gerade? Shimbashi Station? Gott, Alter, Tokio ist so riesig. Okay, wir gehen lieber Kawasaki, Setura, Minato. Da, Kita. Delikatessen, Einkaufszentrum. Chicken, Bakery, Bakery. Schönes Essen zu mitnehmen. Dann wechseln wir nochmal den Bahnhof. Gott. Das japanische Parlament. Da war ich. Okay, jetzt wird besser. Bahnhof Tokio. Da. So, Starbucks. Tokio McDonald's. Boom. Ein Taco-Restaurant. Taco Bell. Ich weiß sogar, wo eins ist. Da war ich nämlich in Island sogar Frozen. Das war nämlich hier. Das muss ich kurz überlegen. Warte mal, hier, genau da konnte ich mich erinnern. Hier haben Frau Eier, Uhr und... Nee. Was war das denn? Fuck. Essen. So, und hier war, meine ich, ein Taco Bell. Warum ist da jetzt nur noch ein KFC? Da war mal safe ein Taco Bell. Ja! Ein Taco Bell! Ha! Wird aber nicht ausgeschildert. Nice. Gönnen wir doch mal hier. Yo, moin, Alter. Das ist ja hier die absolute Oberauflösung. Die 360-Grad-Kameras gab es schon in den 70ern, oder was? Hä? Das ist nicht richtig zugeordnet, glaube ich. Oder? Nee, das sind ja nur Steine. Hä, was ist denn das für eine Verarsche? Das ist doch nicht korrekt. Oh mein Gott, wo bin ich denn jetzt? Wieso gibt's hier nirgendwo fucking Möwen? Dann machen wir ein McDonald's in Asien. Ja, oder Japan, Tokio. Boah, da finde ich doch bestimmt irgendwo ein Mc's. Aber wie wird das angezeigt? Ich weiß halt hier nicht, wo wirklich die Innenstadt ist, dass man halt sagt, okay, da ist ein Mc's. Aber es gibt ja viele Mc's's. Gerade in Japan. Wahrscheinlich bin ich schon längst an einem vorbeigefahren. McDonald's! Perfekt. Noch ein Punkt, wo ich mich hinsetzen kann. Komm. Hä? Geht er da nicht hin? Verarschen? Hä? Wieso kann er nicht dazu zum Mc's? Okay. Da ist ein McDonald's. Taco Bell. L.A. Walt Disney, South Park, Staples Center. Wunderbar. Gucken wir mal.
Tacos Mix. Ein Restaurant? Bist du ein Restaurant? Du bist ein Restaurant. Tacos Mix. Ein Taco-Restaurant, unangewöhnlich, an dem irgendwo Taco steht. Da steht Taco. Drei Seemöwen in einem Frame. Weißt du was, wo wir da hingehen? Da gehe ich hin, wo ganz viele Möwen sind. Da war ich nämlich mit Bram in San Francisco. Und zwar am Pier. Und zwar an dem besonderen Pier, wo die immer die Möwen füttern. Jetzt muss ich kurz überlegen, wenn hier Alcatraz war, war hier Pier 39, Pier 3. Was war denn der krasse Pier? Ich habe das Gefühl, das ist woanders gewesen. Pier 39 sieht mir nicht so touristisch veranlagt aus gerade. Hä, hey, wo war das denn? Pier 41! Das muss doch hier gewesen sein. Hier war alles voll mit Möwen. Eins. Scheiße, ich sehe nur eine. Ich hab das sogar mit Bra... Eins, zwei und drei. So, damit ich auch ganz safe bin und nicht irgendwas unten auf dem Boden ist. Eine Möwe, noch eine Möwe, noch eine Möwe. Ist hier Kleidung, die zum Trocknen draußen hängt? Das würde mich gar nicht mal wundern, ehrlich gesagt, weil hier ist alles so super eng. Gott. Hier sind nirgendwo Klamotten, die raushängen. Gut, kein Thema. Okay, ein Baum ohne Blätter. Gehen wir doch mal nach Russland. Gib mir da Street View. Oder... Ja, komm. Gehen wir nach Russland. Ukraine. Yo, moin! Baum ohne Blätter. Ach, Gott sei Dank, ey. Okay, haben wir. GameStop. GameStop gibt's in L.A. viele, aber wo ist jetzt die Frage? So, dann gab's hier doch eben dementsprechend viele Einkaufsläden. Da hoffe ich einfach, dass da trotzdem irgendwie ein GameStop zwischen war. Denn hier waren wir nämlich auch shoppen. Aber hier sehe ich jetzt natürlich leider keinen GameStop. Boah, GameStop ist gar nicht so einfach. Drei Seemöwen in einem Frame. Dafür gehen wir nach Oslo, da. In den Hafen. Irgendwo hier, wo man gucken kann. Okay, da nix. Wir gehen nach Holland. Eigentlich scheißegal. Da. Nicht eine einzige Seemöwe. Okay. Da. Die Rotom Platt. Nope. GameStop ist für mich aber so ein richtig amerikanisches Ding. Aber wo könnte man denn... New York? Ich denke halt, dass die viele in irgendwelchen... Es muss ja auch nur im Ausland sein, ne? Nicht in Deutschland. Das ist so unübersichtlich. Downtown. So, und hier war nämlich das Los Angeles Convention Center. Genau, hier ist die E3 immer. Mit dem Staples Center. Ist da in der Nähe vielleicht ein GameStop? Weil das sich ja irgendwie in gewisser Art und Weise mal anbieten könnte. In Deutschland wüsste ich, wo GameStops sind. Hießen hat sogar einen. Okay, eine Parkbank, auf der exakt zwei Personen sitzen. Da kommen ein Taco-Restaurant und ein GameStop. Das ist doch jetzt hier wieder irgendwo New York City. Ist das doch bestimmt machbar. Da Times Square. Hier wird es doch irgendwo einen Taco-Laden geben. Abtei. Okay, hier gibt es doch 1000 Restaurants. Wir kommen, Taco-Laden einfach. Irgendein scheiß Taco-Laden. Ghost Donkey. Ich weiß nicht, was das für... The Smile.
Oh, 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 oh. Wir gehen eins zurück. Ihr seid Möwen. Ihr seid zwei Möwen. Zwei Möwen sind hart belastend. Ihr legt mich doch am Arsch, Alter. Da. Okay. Wir brauchen einen guten Strand. Vielleicht hier. Demöfius. Da, Taco irgendwas. Takombi. Ein Taco-Restaurant oder ein Gebäude, auf dem irgendwo Taco steht. Da steht Takombi. Ist das ein Taco-Laden? Stimmt. Ja, würde ich schon sagen. Außerdem steht da Taco. Da steht auch noch ein MWI hier hinter, aber das passt schon. Das ist ein Taco-Laden. So, Taco-Laden haben wir. So, ein GameStop. Ein GameStop muss ich doch hier aus. Scheiße, wie finde ich denn einen GameStop? Wo ist denn hier mal so ein blaues Symbol mit einem GameStop? Video Games New York. Lieferservice. The fuck? Was ist das denn? Tja, das ist irgendein Videogames-Laden, aber wahrscheinlich kein GameStop. Belastend. Okay. Dö. Jules 32. Dinosaur Hill. Und hier sind doch super viele Läden. Ist hier irgendwo ein GameStop bei? Oh ne, das sieht man so aber nicht so gut. Holy shit. Baustelle an einem Gebäude. Ja, komm, Baustellen gibt's ganz häufig irgendwo in Manhattan. Nicht an der Straße, sondern an einem Haus selber. Oder bin ich direkt da ab? Ach, guck an. Eine Baustelle an einem Gebäude. Also keine Baustelle, die zum Beispiel die Straße ausbaut, sondern ein Haus umbaut, aufbaut. Das sieht ziemlich danach aus. Gut, easy snack. Kleidung, die jemand zum Trocknen nach draußen hängt. Da würde ich tatsächlich irgendwo nach Indonesien gehen. Weil ich habe das Gefühl, eigentlich Indonesien, im Zweifel Malaysia oder sowas halt. Weil die da immer die Sachen nach draußen aufhängen, wenn du da dir so die... Alter, ist das ausgefüllt. Krass. So, Jakarta... Plan. Easy Snack. Einfach überall. Überall. Ich gehe mal nach Asien. McDonald's in Asien. How hard can it be? Gehen wir doch mal nach Südkorea. Zum Beispiel. Okay, das ist ein bisschen blöd mit den ganzen Schriftzeichen. Ne? Da ist eine Stadt. Das ist ganz schön scheiße mit den ganzen Schriftzeichen. Da ist ein Starbucks. Okay, nee, alles gut. Okay, näher ranzoomen bringt auch nicht so viel. Das heißt, ich muss jetzt hier einfach irgendwo... Was ist das für ein Restaurant? Namazu. Da ist ein Starbucks. Da ist Lucky Bee. Dann kann doch ein McDonald's gar nicht so weit weg sein eigentlich. Okay, Craft Beer Market. Alter, Coffee and Pie. Wo ist denn hier mal ein Meckes, Junge? Okay. Wir wandern ganz kurz. Tatsächlich nochmal nach Japan. Einfach in ein Viertel, wo Leute wohnen. Da zum Beispiel. Und da hängt Kleidung draußen zum Trocknen. Kleidung, die zum Trocknen draußen hängt. Ein abgestelltes Motorrad. Ja, Moment. Ein Motorola ist kein Motorrad, oder? Weil das ist hier ein abgestelltes Motorrollerrad. Ich gehe mal von einem Motorrad aus. Tja, wo finde ich denn sowas? Wo finde ich ein abgestelltes... Warte mal, hier im Pier natürlich.
Bestimmt im Santa Monica Pier. Komm, wo ist L.A. wieder hin? Da. Da. Da gibt es bestimmt irgendwo ein abgestelltes Motorrad. Irgendwo stellen die doch da ihre scheiß Motorräder ab. Das ist ja belastend. Nicht da unten drunter. Fahrräder? Ja, hier findest du halt auch keine Abstellmöglichkeiten. Wo sieht er denn so aus, als wenn da hier fucking Motorräder stehen? Geil, die freut sich voll, dass sie bei von Google. Da! Das sind fucking Fahrräder. Da! Ein abgestelltes Motorrad, was nicht richtig abgestellt wurde, weil das ein durchgestrichenes Ding ist. Aber zählt. Komm, ich brauche Meckes. Takashima. Take Tombo. Spain Kitchen Ocho, Junge. Hier, Zola. Wakai? Japanese Tea Shop. Jetzt gönn doch mal hier so ein McDonald's, ey. Das kann doch nicht so schwierig sein. Oh mein Gott. Sehr viele Restaurants. Bar und Food. Osteria. Da ist ein Domino's. Ich habe alle möglichen Sachen schon gefunden jetzt. Da ist ein fucking Domino's. Eine Baustelle in einem Gebäude. Das dürfte auch relativ tief simpel sein, weil erstmal GameStop suchen. Ich weiß, dass in Glasgow in der Innenstadt ein GameStop ist, aber wo? Und mit Glasgow meine ich Edinburgh. Wo ist der? Okay, macht nichts. Was wir auf jeden Fall tun ist, London, Big Ben. Give it to me, baby. Da. Eine Baustelle in einem Gebäude. Alter, das kann doch nicht so schwierig sein, ein fucking Meckes in fucking Tokio zu finden. Als ob die keine Meckeses haben. Guck mal, wie viele Restaurants es hier gibt. Oh Gottes Willen. Da, Tokyo Tower. Ist da ein Meckes? Da ist ein Tango. Natürlich. Burgerland. Kein McDonald's. Immer so kleine Rahmenläden und so ein Scheiß. Flagge Ugandas. Dafür würde ich sagen, gehen wir nach Uganda. Das ist so eine rot, schwarz-gelbe Flagge. Ich würde sagen Kampala. Uff. Ich glaube, hier finde ich keine Flaggen. Vielleicht am Flughafen? Was ist denn hier im Flughafen? Haben die sowas überhaupt? Ja, mit Sicherheit haben die sowas. Aber wo? Was ist die Hauptstadt von Uganda? Bestimmt Kampala, oder? Geh schon von aus. Was ist denn das Cooles? Ein riesiger Park. Katwe Business Center. Ja, wo ist denn wohl die Regierung? Oder der Palast? Oder was auch immer da wohl wohnt? Da! Komm. Gib mir die Flagge. Schlecht. Das ist schlecht. Da. Gib mir. Gib mir nicht. Gib mir dann da. Mir auch nicht. Essentials.
Alter, als wären drei Möwen hier voll der krasse Scheiße, oder was? Hier in Osaka, die haben mehr Bock auf McDonald's, glaube ich. Ich spüre es. Hier beim Science Museum ist direkt Mc's nehmen. Naja, aber ein Italian Restaurant Bella Costa. Ist das so ein Troll von Sven? Gibt's keine McDonald's in Asien? Ich verbringe jetzt gerade unendlich viel Zeit damit, einen fucking McDonald's zu suchen. Pizza La Fukushima. Das hört sich irgendwie falsch an, weil wir den Begriff Fukushima eher in Zusammenhang mit dem Desaster kennen. Ich meine ich damit. Ich kann ja nicht für euch sprechen. La Pizza. Die haben super viele italienische Restaurants. Aber kein fucking Mc's. Starbucks. Schon wieder ein Starbucks. Alter, ich könnte ausrasten. Ja, nicht zu der Jahreszeit. Okay. Abgestellt. Okay, ich glaube, mit dem abgestellten Motorrad habe ich noch am meisten Glück. Da gehen wir nach Amsterdam für. Ist eigentlich scheißegal. Irgendwo da drin. Ab ein bisschen die Gracht lang. Weißt du, die meisten Sachen, die wir finden werden, sind Fahrräder. Aber Holländer fahren auch viel Motorrad. Angie! Da heißt ein Ding Angie! Alter. It's Merkel. Ich hab ein Restaurant gefunden, was Angie heißt, bevor ich ein fucking McDonald's gefunden habe. Zwei Dominos. Zwei Starbucks. Null McDonald's. Unglaublich. Tja, das war jetzt nicht die beste Runde. Mal gucken, was die anderen so haben. Drei Möwen. Komm. Gib mir jetzt noch drei Möwen. Da, letzter Try. Scheiße, da fliegt was, Alter. Ich dachte mir natürlich direkt, das ist ein... Keine Möwen! Haben wir irgendeine Uganda-Flagge? Da? Scheiße. Uganda Airlines Office. Ja, aber gar nirgendwo eine Flagge. Kann nicht sein. Am Kakaba Palace. Am Palast hängt doch bestimmt die Flagge Ugandas. Das will ich nicht erzählen, dass hier nicht mal die Flagge von denen hängt. Mann, ihr wurdet doch euer König. Als ob. Einfach keine Flagge. Herrschaftlicher Palast Führungen Park. Alter. Zeit ist rum. Leck mich am Arsch. Hello. Hello. Okay, hello, ich habe mal so eine Frage an euch. Ja, ist das ein Troll von Sven? Gibt es keinen McDonald's in Asien? Doch. Klar. Also, ich habe ziemlich krass einen. Okay, gut. Dann habe ich ihn noch nicht gefunden. Dann fangen wir noch mal an. Eine Parkbank, auf der exakt zwei Personen sitzen. Hab ich. Ja, Central Park. Ich habe mich zwar ein bisschen gefühlt wie so ein Pedo am Spielplatz von dem Central Park, wo ich halt auch war, aber dann habe ich Leute gefunden, zwei, die auf einer Parkbank sitzen. Ah. Nice. Ein Baum ohne, also habe ich nicht. Ein Baum ohne Blätter habe ich auch nicht. Russland. Easy Snack. Leute, da wollte ich auch als erstes hin. Ein Taco-Restaurant. Das habe ich tatsächlich. Easy Snack und ein Klingeltier. Nice. Nice. Warten wir kurz. Warten wir einfach. Und die Arme. Sie sucht ihr HelloFresh-Päckchen. Natürlich blöd, wenn das einer sich gesnackt hat. Das wäre richtig scheiße. Na, wäre richtig geil, wenn du währenddessen da so mit so einer Möhre. Nein! Wenn du mit einer Möhre vor der stehst, ja, keine Ahnung, wer das genommen hat.
Hier ist eine arme Frau, die halt gerade rumklingelt und fragt, ob ich ein HelloFresh-Paket angenommen hätte. Oh, no. Das wäre ja richtig belastend, wenn das ja, so, Mann. Ja, richtig. Okay, also Taco-Restaurant hatten wir alle, ne? Ah. Ja. Yeah. Okay. Die Flagge Ugandas habe ich nicht. Oh. No way. Ich war in Kampala in der letzten Zeit, aber keine Chance. Ja, ich war an der Uni Uganda, Uganda-Flagge, easy. By the way, an der African Pearl, einem der größten Hotels in Uganda, stehen alle Flaggen dieses Planeten, außer die von Uganda. Falls ihr euch das mal merken wollt, falls ihr irgendwann mal eine Flagge habt, die nicht in Deutschland sein soll, African Pearl, das ist ein Riesenspot mitten in der Hauptstadt von Uganda. Ja, da hängen alle Flaggen hängen da, außer die von Uganda selbst. Wie heißt die? African Pearl in Kampala. Das ist relativ mittig. Pearl of Africa, Entschuldigung, so rum. Und da könnt ihr mit Google Maps davor gehen und da gibt's einen Spot und da seht ihr, da gibt's wirklich so die Flaggen des Planeten, ja, aber die von Uganda fehlt. Aber egal. Ja, die, Alter, das ist ja voll das schöne Hotel. Ja, aber die University of Uganda, die hat auch eine Uganda-Flagge. Okay. Ja, ich war vom Palast. Keine Chance. Das war echt doof. Okay. Ich hab's auch nicht. Und dann haben wir noch ein McDonald's in Asien. Klar, in Tokio, Junge. Tokio Main Train Station. Ja, ich habe auch irgendwo in Tokio, glaube ich, einen gefunden. Aber ich habe auch lang gebraucht, tatsächlich. Und, ja, hab direkt wieder gefunden. Aber das große gelbe M, das sieht man ja. Mehrere Starbucks gefunden, mehrere Dominos. Ich habe ein Restaurant gefunden, das heißt Angie. Fand ich auch sehr schön. Und eine Bar, die hieß einfach Baba. Ich habe richtig tolle Sachen gefunden, aber nicht ein fucking McDonald's. Das hat mich ungefähr die Hälfte meiner Zeit gekostet, die Suche nach dem McDonald's. Tut mir sehr leid. Moment, jetzt klingelt's hier. Okay, alles klar, warten wir einfach wieder. Alter. Hey, da ist doch die Flagge von Uganda in dem fucking Hotel drin. In dem Hotel, in der Pearl of Africa, in der Lobby, ist die Flagge von Uganda. Das sehe ich aber auch so. So. Was? In der Lobby? Fuck. Also, ich war halt davor. Also, ich war auch einmal in der Lobby, da habe ich es aber nicht gesehen, weil da dachte ich, ich habe mich verklickt, weil davor sind nämlich diese Fahnenmäste aufgestellt, weißt du? Ja. Dass die Flagge von Uganda natürlich in die Lobby hängen. Okay, mag Sinn machen. Aber da habe ich mich nicht richtig umgeguckt. Okay. Ein abgestelltes Motorrad. Ja, easy Snack Amsterdam. Ich habe mich halt erst gefragt, ob Motorroller zählen würden. Hab mich aber dann dafür entschieden, dass sie nicht zählen. Und bin dann noch Motorrad suchen gegangen. Was du auch gefunden hast. Ja. Jawohl. Am Pier von San Francisco. Los Angeles, Santa Monica. San Francisco. Drei Seemöwen in einem Frame. Das habe ich am Pier von San Francisco gefunden. Ich habe nur zwei. Na, das ist belastend. Ich hab's auch nicht. Kleidung, die zum Trocknen draußen hängt. Ich habe eine kurze Frage. Draußen ist einfach, wenn auf dem Balkon draußen hängt, ist draußen, wa? Ja, würde ich schon sagen. Ja gut, dann habe ich das. Weil ich habe das nämlich direkt in Tokio auch. In Japan ist das ja ganz normal, weil da keiner Platz hat, hängen die ja alle ihre Klamotten draußen auf dem Balkon. Und deswegen war das super simpel. Na generell, wenn wir Geogesser spielen oder so, findest du Klamotten in Indonesien oder Kambodscha oder Vietnam oder was auch immer. Die hängen da einfach draußen. Ich habe einfach irgendwo random mein Männchen hingesetzt und im ersten Frame direkt mehrere Klamotten gefunden. Nice. Also das ist halt wirklich good job. Super easy. Und Peter, hast du auch? Nein, habe ich nicht. Swap nach gesucht? Nee. Ich habe Zeit verloren bei drei Seemöwen in einem Frame und einem McDonald's in Asien und dann war 20 Minuten um. Eine Baustelle auf einem Gebäude. An einem Gebäude. An einem Gebäude. Hab ich ja, Sigi. Big ja. Ben. Irgendwo in Brooklyn. New York. Big Ben ist gerade komplett in Baugerüst eingewickelt bei Google Maps. Bin ich ziemlich cool. Das ist natürlich entspannt. Ja. Und ein GameStop. Es gibt kein GameStop außerhalb von Deutschland. Leb mich am Arsch, damit habe ich so lange Zeit verbracht. Keine Ahnung. Das sehe ich ebenso. What the fuck? Ich hab's no way. Fucking GameStop. Ich war am Staples Center. Ich war in Santa Monica am Pier. Ich war überall.
keine Chance. Ich war in Edinburgh sogar, Peter, weil wir mal in Edinburgh waren, wir beide, und da haben wir das erste Mal den Big Tasty Bacon gegessen und neben dem McDonald's war ein GameStop. Ah. Habe ich nicht mehr gefunden. Aber nicht mehr. Ah, okay, nicht mehr gefunden. Na gut. Ja, gefühlt erst in GameStops echt viele in Deutschland. Also ich kenne super viele in Deutschland, aber halt, ja, woanders nicht. Aber vielleicht, weiß nicht. Also GameStop außerhalb von Deutschland existiert nicht. So einfach ist das. Glaube ich auch. Witzig, das ist das Einzige, was wir alle nicht haben, glaube ich. Ein GameStop. Ein fucking GameStop. Na gut. Ja. It is, wie it is. Damit habe ich 7. Ein. Einer ist uff. Okay, du hast 7 und Jonathan hat. Oh, da geht's nicht. Die eine Möwe, Bram, hattet ihr versaut. Ja, die eine Möwe hattet ihr versaut. Die GameStop fehlte mir und die Flagge. Die drei Seemöwen und die Bäume oder Baum oder Blätter, Junge. Ja, da muss ja noch was fehlen. Ah ja, der GameStop, logischerweise. Ja, der GameStop, der uns alle fehlt. Sehr gut nachgedacht wieder von mir. Ja, gut. Das war die heutige Folge Kartenchaos. Wir danken vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.